Wo steht die Kirche im Jahr 2030? Diese Frage begleitet die Synode der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und das schon seit 2 Jahren. Im April 2021 musste sich das Kirchenparlament erneut mit dieser Frage beschäftigen, auf seiner digitalen Frühjahrstagung. Nur die Spitze der Synode, der Kirchensynodalvorstand, ist im Dominikanerkloster in Frankfurt zusammengekommen. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau muss herausfinden, was sie weiter tun will. Mit diesen Worten beschreibt Kirchenpräsident Volker Jung die Herausforderungen an die Zukunft. Die Kirche wird sich verändern und sie muss sparen. Rund 140 Millionen Euro bis 2030. Doch am Personalsparen, Stellen abbauen, da sagen die Mitglieder der Synode deutlich nein. Wir sind eine Kirche mit einer Verantwortung für unsere Mitarbeitenden und haben keine Hire- und Fire-Politik. So wie wir uns das vorgenommen haben, muss niemand jetzt akut um seine Arbeitssituation bangen, sondern wir möchten das natürlich in Schritten und sozialverträglich alles tun. Denn wenn wir weniger werden, und dafür spricht ja im Moment leider einiges, dann können wir künftigen, zahlenmäßig kleineren Generationen nicht eine größere Last überlassen und darauf hoffen, die werden das schon irgendwann regeln. Also vorerst aufatmen in den Dekanaten. Allerdings nicht alle Pfarrstellen können neu besetzt werden. Einige Arbeitsfelder der Kirche werden enger zusammenarbeiten müssen. Und an den Gebäuden wird die Kirche ziemlich sicher sparen müssen. Doch auch hier gab es große Diskussionen. Die einen wollen Gemeindehäuser, ja und auch Kirchen teilweise schließen. Die anderen setzen sich gerade dafür ein, Gebäude zu erhalten. Beim historischen Dom St. Johannes in Mainz, da liegt das natürlich auf der Hand. Ich meine einfach, mit einem solchen historischen Fund muss man wuchern. Er muss erhalten bleiben als Ort des Gottesdienstes, als Ort des Gebets und der Meditation. Aber er muss auch offen sein dafür, dass wir zeigen können, auch äußerlich, auf welchem Fundament wir stehen. Ein weiteres großes Thema dieser Frühjahrssynode, die Pflege. Die Synode warnt vor einem Kollaps in der Pflege, denn immer mehr Pflegekräfte suchen sich andere Jobs. Die Synode warnt vor einer Berufsflucht. Pflegekräfte müssten mehr Geld bekommen, fordert das Kirchenparlament. Am besten mit einer Pflegeversicherung, die auch die vollen Kosten decken kann. Einfach so, dass erstens der Beruf mehr Reputation in der Gesellschaft braucht. Das ist eine angemessenere Bezahlung braucht und es braucht einfach, es reicht nicht, es braucht einfach mehr Geld im System. Es ist wahnsinnig schwer, auch Stellen zu besetzen, die in der Pflege gerade Verantwortung tragen. Dadurch haben wir überall immer wieder Personalknappheit. Die meisten kommen ja und halten das auch durch, weil sie wirklich eine große Liebe haben zu den Menschen, die sie da begleiten. Guten Appetit. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, in der Pflege ist Handlungsbedarf. Das betont auch nochmal die Synode. Die Pandemie stellt alle auf die Probe und hat die Krise in der Pflege zusätzlich verschärft. Ja, gerade durch die Corona-Krise ist ja bewusst geworden, dass die Pflegeberufe einer hohen Bewertung bedürfen und auch einer neuen Bewertung bedürfen, dass die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen und dass also auch die Kräfte, Pflegekräfte, teilweise besser bezahlt werden müssen. Der Coronavirus hat aber auch das kirchliche Leben voll im Griff. Und Corona bringt nicht nur Nachteile. In der Kirche hat sich zum Beispiel die Digitalisierung beschleunigt. So will die Kirche die Verwaltung konsequent digitalisieren. Der Blick der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau richtet sich in die Zukunft und das auf allen Ebenen. Wir spüren auch, dass die derzeitige Pandemiesituation nicht einfach wie ein Schalter umgedreht werden kann und es ist alles wieder wie vorher. Sondern es gibt natürlich Transformationsprozesse, das betrifft Industriebereiche, also Arbeitsbereiche. Das wird aber auch uns als Kirche betreffen. Auch in der Verwaltung werden wir einige Prozesse nur wirklich verschlanken können, wenn wir eine deutlich bessere Digitalisierungssituation hinbekommen. Denken Sie an elektronische Rechnungen, denken Sie an die elektronische Akte und ähnliches mehr. All das ist erforderlich in den nächsten Jahren in Angriff zu nehmen.
Vieles ändert sich also in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, auch kurzfristig. Personelle Wechsel zum Beispiel. Die stellvertretende Präses Susanne Beider-Wieden gibt ihr Amt nach vielen Jahren ab. Die Frankfurter Pfarrerin wurde im März zur Kirchenpräsidentin der evangelisch-reformierten Kirche in Leer gewählt. Trotz Corona-Auflagen, der Abschied war für alle sehr emotional. Ich habe auch ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk bekommen, eine ostfriesische Übersetzung des Neuen Testaments. Eine Agende in ostfriesischer Sprache, eine kleine, und dann noch die passenden Wörterbücher dazu, damit ich auch verstehe, was ich da sagen kann und damit mir das nicht so geht wie zu Beginn meines Vikariats in Oberhessen, wo ich tatsächlich bei einem Hausbesuch wirklich gar nichts verstanden habe. Deshalb wurde ich im Vorfeld dann bedacht mit all dem, was man da oben an geistlicher Nahrung auch sprachlich braucht. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Der Nachfolger von Beider-Wieden steht auch schon in den Startlöchern, Pfarrer Wolfgang Prawitz. Er wurde mit 106 zu 18 Stimmen von der Synode gewählt. Er übernimmt das Amt des stellvertretenden Präses bis zum Ende der Legislaturperiode. Also der Punkt, der mir tatsächlich sehr wichtig ist und der mir am Herzen liegt, durchgängig, aber in meiner Arbeit auch insgesamt, ist die Frage nach Gerechtigkeit, nach Beteiligung, nach Teilhabemöglichkeiten für Menschen. Ich glaube, dass wir als Kirche die Instanz sind oder eine der Institutionen sind, die sich ganz, ganz besonders und sehr, sehr stark für Integration einsetzen müssen. In diesem Sinne habe ich in meiner Region eine Einrichtung in einem Gemeindezentrum mit aufgebaut, die nennt sich Evangelisches Zentrum für interkulturelle Bildung, weil es immer darum gehen muss, Menschen so zu nehmen, wie sie sind und sie zusammenzuführen und damit was Neues entstehen zu lassen. Eine Gesellschaft, in der Menschen tatsächlich ohne Angst verschieden sein dürfen. Im September trifft sich die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ein weiteres Mal. Dann geht's wieder um die Zukunft. Wie sieht die Kirche im Jahr 2030 aus? Für diese Frage gibt es bis jetzt noch keine fertige Antwort.